Tut mir leid, dass ich so reinplatze, aber es wird spät und wir... Hey, alles klar? Ja, alles klar. Nur komische Träume. Gut. Dann mach dich bereit. Wir sehen uns gleich. Ah, schön, dass du auch mal kommst. Entschuldigung, lange Nacht. Was für ein Profi, was für eine Arbeitsmoral. Lass ihn in Ruhe. Tja, entschuldige bitte, dass ich meine Arbeit machen möchte. Verrückt, was? Sean, bitte, das reicht. Okay. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. In der letzten Folge haben wir eine kleine Anomalie durchlebt, und zwar in der Haut von Altair, dem Alter Ego aus dem allerersten Assassin's Creed Teil, also dem Teil, den wir vorher gezockt haben. Jetzt sind wir immer noch in der Haut von Desmond Miles und wir werden uns jetzt zurück in den Animus begeben und diesen alten Sean da einfach mal ignorieren, der alte Penner. Deshalb ganz kurz noch eine ganz kleine Information. Wenn ich mich ein bisschen belegt anhöre, ein bisschen krank, ich habe eine geile Erkältung. Mir geht der Hals, die Nase langsam zu. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hier einigermaßen unräusperlich über die Bühne. Aber ich schätze mal, das sollte schon irgendwie funktionieren. So, dann gehen wir mal in den Animus und dann, ich glaube, wir gehen jetzt nach Venedig, ne? Ich glaube schon. Auf geht's! So, da bin ich mal sehr gespannt. Und jetzt klingelt wieder das Telefon, das ist unfassbar. Das klingelt den ganzen Mittag nicht, aber sobald ich aufnehme, klingelt das Telefon. Und wir haben eine Aktion bei Uplay beendet, das ist auch sehr schön. Und dann wollen wir doch mal schauen, wo wir jetzt hingelangen. Der Umhang ist in diesem Gebiet nicht wirksam. Die erlauchteste Republik Venedig. 1481. Ezio Auditore, angekommen in Venedig. Und hier haust ja jetzt auch... Ach, sieht das geil aus. Da hinten schippern sie gerade über diesen Fluss hier. Ach, das ist ja der Hammer. Und da haben wir auch gleich schon Da Vinci und da oben ist ein Aussichtspunkt. Ist doch klar, dass wir zuerst den Aussichtspunkt mal erklimmen. Ich hoffe, hier kommen wir überhaupt hoch. Doch. Klappt. Dann haben wir den nämlich schon mal drin und können dann hier schon mal ein bisschen uns einen Überblick... Was ist das denn da? Warte mal, ich muss mal ganz kurz... In die Romaia Folie. Ah, okay, da können wir wieder zurückreisen. Okay, da sollen wir ja später auch nochmal hin. Da war ja Katharina. Hieß die Katharina, ich hoffe. Sonst wäre das ein bisschen fail. Aber ich hoffe mal, die hieß Katharina. Ist da ein Schatz drin, ne? Ne. Okay. So, der erste Aussichtspunkt in Venedig. Ach, sieht das geil aus. Boah, und so groß. Ist das die größte Stadt in Assassin's Creed? Ist ja absolut unfassbar. Also ich glaube, die größte Stadt auf jeden Fall... In Assassin's Creed 1 und 2. Das ist schon mal, glaube ich, klar. So, wir synchronisieren. So, Karte aktualisiert. Das heißt, wir sind jetzt so ein bisschen... können wir uns jetzt ein bisschen hier umschauen. Ein kleiner Radius. Hier ist ein Boot. Das sieht man schon, aber da sind Feinde drauf. Deshalb ist es rot. Also ein feindseliges Gebiet. Und hier sind sau viele Aussichtspunkte, die wir dann nach und nach dann erklimmen werden. Aber ich würde mal sagen, wir quatschen jetzt erstmal mit Da Vinci. Nachdem wir hier runtergehüpft sind. Und es funktioniert. So, da quatscht wieder einer Scheiße durch die Gegend. Und jetzt, wie gesagt, erstmal mit Da Vinci, Leonardo quatschen. Grüß Gott. Messer Da Vinci. Ja? Buongiorno. Willkommen, ich bin Alvise. Signor Donna bat mich, euch zur Werkstatt zu geleiten. Seid ihr bereit? Benvenuto, oder? Benvenuto. Benvenuto, nicht Benvenuto. Benvenuto. An einer Stadtführung durch Venedig mit Alvise teilnehmen. Ja, okay. Machen wir. Ah, Venezia. Welcher andere Ort ist so schön, so stabil, so perfekt? Kommt, ich zeige euch ihre Wunder. Unser erster Halt?
Die Rialto-Brücke. Seht, wie elegant sie sich über den Canale Grande spannt. Ein Symbol für den Stolz und die Einheit Venedigs. Lasst uns weitergehen. Ja, gerne doch. San Giacomo di Rialto, die älteste Kirche Venedigs. Ist sie nicht wundervoll? Und der Uhrenturm. Magnifico. Ja, sieht schon recht eindrucksvoll aus. Es gibt noch mehr zu sehen. Ja, ja, wir kommen ja schon. So ein bisschen angucken hier, sonst bringt das doch alles nichts. Oh, das sieht auch sehr geil aus. Das ist der Markt, ne? Keine andere Stadt kann es mit den Märkten Venedigs aufnehmen. Seien es Tücher oder Gewürze aus nah und fern. Es gibt... Du solltest doch zu Hause bleiben. Aber die Miete ist bezahlt. Ich habe das Recht, hier zu verkaufen. Emilio sieht das anders. Nein, nicht! Halt! Setzen wir den Rundgang woanders fort. Ja, es gibt auch unfreundliche Menschen in Venedig, wie man sieht. Aber so war das früher nun mal, ne? Wenn man nicht gespurt hat, gab's aufs Maul. So war das. Auch manchmal zu Unrecht. Aber das passiert ja heute auch noch. Schau, ist das nicht fabelhaft? Würdest du mir das kaufen? Ich habe mein Geld bei meinen Sachen gelassen. Hey, pass doch auf, verdammt! Hey! Die kannten wir die nicht gerade noch? Das war doch die aus der Anomalie, oder war das die? Mal abwarten. Wow. Warum rennen die denn so? Und hier haben wir den Palazzo della Seta, Heimat Emilio Barbarigos. Eigentlich ist er durchaus sehenswert, aber so wie die Dinge jetzt stehen... Warum? Was ist passiert? Er versucht, alle Händler unter seinem Banner zu vereinen. Aber es gab Widerstand. Teilweise gewaltsam. Was für eine Art Widerstand? Sie sagen, sie kämpfen für das Volk. Für Freiheit, Gleichheit und ähnlichen Unsinn. Ha, Unfug, wenn ihr mich fragt. Die haben meinen Stand zerstört. Ich verlange Wiedergutmachung. Hier, bitteschön. Der Doge wird davon erfahren. Ich werde das dem Rat melden. Na dann viel Glück, mein Freund. Was tut ihr denn? Ihr seid wegen Behinderung des Handels verhaftet. Das habt ihr euch ausgedacht. Es gibt kein solches Gesetz. Jetzt schon. Nein, halt! Sehr geil. So ein Gesetz gibt es nicht. Jetzt schon. So müsste man das mal in Deutschland machen. So. Gucken, wo der uns noch hinführt. Bis jetzt haben wir ja eigentlich nur Elend gesehen, ne? Leonardos Werkstatt. Und nun zeige ich euch die Werkstatt, Ser Da Vinci. Wir scheuten weder Kosten noch Mühen. Passt auf, es ist perfekt. Als hättet ihr Firenze nie verlassen. Ich wünsche euch großen Erfolg und hoffe, ihr schätzt Venezia ebenso, wie sie euch schätzt. So, da wären wir. Aufregend, nicht? Kommst du mit rein? Vielleicht später. Ich muss zum Palazzo della Seta, um eine Audienz bei Emilio zu bekommen. Wie du willst. Aber solltest du einmal Langeweile haben oder weitere Kodexseiten finden, komm zu mir. Meine Tür steht hier immer offen. Grazie, mein Freund. Di nulla. Yeah, 1500 Florin und ich muss sagen, ich hätte mir die Werkstatt gerne mal angeguckt. Also, ne? Naja, vielleicht das nächste Mal. Auftragsattentate sind freigeschaltet, sehr schön. Emilio Barba, jetzt... Emilio Barbarigo, Titan der venezianischen Industrie, Schrecken der Unterwelt. Unterstützt von seiner Familie, brachte er den Markt mit geschickten Schachzügen wie die Konkurrenz zu verdrängen und Lobbyarbeit unter seine Kontrolle. Er gründete die venezianische Polizei fast ganz alleine. Er machte die Straßen wieder sicher und seine Finanzen steuerfrei. Emilio behauptete, ein Unterstützer der Republik zu sein. Das Problem ist, wenn dir die Polizei gehört, werden Wahlen schnell lästig. Und die Opposition sowieso.
ja, haben wir uns einfach mal gerade so ganz zufällig angeguckt. Emilio Barbagrino, Barbarigo, verdammt, immer diese Verquatscher. Führer der Handelsgilde, Adliger, yo, schön. Ich wollte aber eigentlich auf die Karte gucken. So, wo sind wir denn hier im Moment? Okay, ich würde sagen, wir wären dann directly mal, Auftragsattentat, nee, Aussichtspunkte hier erklimmen. Ne, ein bisschen die Stadt so ein bisschen noch anzugucken. So wirklich viel hat uns der Typ ja jetzt nicht gezeigt. Ne, muss man ja schon mal sagen. Ich habe eigentlich gedacht, der zeigt uns ein bisschen mehr. Naja, gut. Dann gehen wir mal hier die Treppe nach oben. So. Und es sieht schon, wie gesagt, ziemlich krass aus. Und ich weiß gar nicht, ist das jetzt unser Attentatziel hier, dieser Babagrigo, Rio, Penis? Ey, was willst du denn? Ich bin neu in der Stadt. Schnauze! Ah, perfekt gekillt. Der fällt nämlich auch nicht runter. Wunderbar. Wunderbar. Okay, dann hier rüber. Da ist wieder eine Wache. Da ist er. Lass mich. Wer denn? Der Weihnachtsmann? Nein, jetzt. Genau. So, wir könnten den ja mal nehmen. Pass mal auf, das machen wir mal gerade. Und dann da unten. Oh! Alter, lass mich in Ruhe! Scheiße. Okay, man sollte nicht mit der Stadtwache irgendwie in der Hand rumlaufen, wenn man gerade mitten auf einem Dach steht. Da unter, genau. Ja! Yeah. Fuck, man hat uns schon wieder gesehen? Wo denn? Hä? Na gut. Lasset uns kämpfen auf dem Dache, Venedigs. Wo seid ihr denn? Da Schiss? Ach, da hinten. Au. Irgendwas stimmt nicht. Oh, dann kämpfen wir halt ein bisschen, Junge. Hui, ich bin tot. Okay, schnell hier hoch. Puh. Ja, da haben wir uns ja gleich wieder super eingefügt hier in der Stadt. Einfach unglaublich, wie wir hier immer für Action sorgen. Unglaublich. Wollte ich ja eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur die Leiche verstecken. Naja. Oh oh. Ja, ist okay. Ich bin weg. Tschüss. Geh mal die andere Richtung nach oben. Mir doch scheißegal. Können wir den vielleicht gerade noch abmurksen, aber ich merke schon, das ist hier gar nicht so einfach, die Aussichtspunkte zu erklimmen. Vielleicht ist das aber auch hier gleich einer der schwierigsten. Ich weiß es ja nicht. Ist ja schon eine recht große Kathedrale, ne? So, können wir den da unten vielleicht gerade mal... Ne, können wir nicht, okay. Hier kommen wir auch nicht hoch, hallo? Hallöchen. Ach, hier. Okay, warte mal. Können wir denn... Jo, geht, super. Ich denke mal, wir können dann... Oh, 32.000 in der Kiste. Fuck, wir kommen da gar nicht hoch. Nein. Ja, ja, jetzt beruhig dich. Gib's aufs Maul. Hä, wie kommen wir denn da hoch? Geht das schon wieder los? What the fuck? Ist hier vielleicht irgendwo eine Einkerbung, wo man... Nee, hier ist gar nichts. Penis. Hm. Lass mich hier nochmal gerade schauen. Nee, da geht's aber auch nicht weiter nach oben, ne? Ach, weißt du was? Komm. Nehmen wir einfach einen anderen Aussichtspunkt. Ist mir jetzt zu stressig, da irgendwie hochzufinden. Was haben wir hier denn noch? Ach, ein Anfang, Erinnerungsanfang. Ne, warte mal, dann gehen wir woanders. Dann gehen wir zu dem da unten. Dann arbeiten wir die halt von links nach rechts ab. Und da unten den könnten wir ja mal gerade... Entschuldigung, aber... Mein Gott, die Musik hat sich gerade so angeboten. Nein! Epische Musik. Fuck. Die Musik ist gerade so geil. Ich weiß nicht, ich finde die gerade richtig schön. So, dann mal hier rüber. Es klappt. Puh, ich hör's klimpern. Wo? Da hängt doch eine... Ist das noch Feder, oder? Ah, sehr schön. Die hätte ich fast übersehen, weißt du? Können wir eigentlich auch... Warte mal. Ach man, ich wollte eigentlich ins Wasser springen. Damn it. Gucken, ob das funktioniert, so mit so einem Adlersprung, weißt du?
gucken, ob es hier noch einen Aussichtspunkt vielleicht gibt, wo man statt in so ein Ding, in so ein Heudings ins Wasser springt. Wäre auf jeden Fall auch sehr lustig. Verdammt, wie kommen wir denn jetzt da? Komm, leck mich doch, ich gehe die Leiter da hinten hoch. Mann, das gibt's doch gar nicht. Ich fail schon wieder in dieser Folge. Könnte natürlich sein, dass es krankheitsbedingt ist. Könnte aber auch einfach sein, dass ich das Spiel immer noch nicht kann. Sucht's euch aus. Aha, der da, bringt die zurück. Was willst du denn? Sterben oder was? Junge, geh mal. Bam, weil du stinkst. Who's your daddy? Wow, das klappt nicht. Ich wollte eigentlich gerade darüber springen, aber ich habe das Gefühl... Wow, das klappt nicht, aber es hat geklappt. Gut. Schön. Und hier war doch eben noch eine Wache. Da hinten. Die holen wir uns. Runter und Schnauze! Penis. Nein! Oh! Alter. Glück konnte ich gerade noch B bashen, ey, sonst wäre das jetzt wieder in die Hose gegangen. So, da kommen wir jetzt aber hoch, oder? Ohne Probleme. Das muss doch klappen jetzt. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann hier ein bisschen um die Ecke, so, genau. Und dann hier nach oben, richtig. Aber wenigstens ein Aussichtspunkt in dieser Folge geschafft. Ich bin stolz auf uns. Und wir sind angekommen in Venedig und ich werde es hoffentlich diesmal schaffen, das Outro richtig zu tätigen. Doch jetzt synchronisieren wir erstmal. So, liebe Freunde, wir haben Venedig erreicht, wir sind angekommen in Venezia. Leonardo ist auch im Start. Und ich sage einfach mal, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir dann, weiß ich gar nicht, was machen. Da liegt auf jeden Fall eine Codex-Seite unten, die werden wir uns dann, denke ich mal, vielleicht schon in der nächsten Folge holen. Mal gucken. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen super Tag. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, tschüss. Und haut rein!